Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hasefeld, unserem Chantier-Projekt. So, wir so Missionspaletten ist nicht eingestellt. Aber sind eingestellt und. Zack, 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 haben wir alle geladen. Und wir müssen hin. Zum Logistikcenter. Logistikcenter ist im jetzt Sägewerk. Ist hier wieder raus durch den Tunnel hinten. Okay, ich weiß wo lang. Erstmal hier wieder raus. Weil es so schön war. Oh, sind auch welche Pellets hier rum. Hier oben kommt nur das Kabel mit dem Sägewerk, weil ich bei den Produktionen weiter einschreiten. Auch noch ein Schlücklein. Mangelhafte Traktion, aber egal, wir haben es geschafft. Klappe auf. Jetzt raus. Wo wir jetzt noch fahren können, aber naja. Jawohl, schieb mich um, mach sie richtig, du Klaus. Schrachter Mensch! Und hab's jetzt bald gesagt. Nee, 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 hier machst du was mit. Aber ja, keine Zeit haben. Und wir brauchen nicht Gummi. Ob die Wop divers, wenn im Logistikzentrum noch was zu tun wäre. Und missionstechnisch, sag ich mal. Eine halbe Stunde. Irgendwo schaffen, wie ich das hoch. So, hier ist. Da müssen wir jetzt nach dem Höhen. Haben wir einen Schlepper an den Schlüter, wenn ich das gesehen habe jetzt. Und dann mal gucken, wenn uns so wann entgegenkommt. Hat er aber den Schlüter und den Schundier auf der Eisgespannung. Binde ist ein Schundier. Ich will ja wahrscheinlich für mich schalten, ob wir dann auch abhängen. Das ist ein Schundier mit dem Überstreuer. Da vorne ist Logistikcenter. Ein Schlüter umgebracht. Okay. Nicht mal ein Kopf, sondern ein Kiefer, oder was sagt? Kann mich aber täuschen.
transportieren sich die Modelle an den Händen. Immer mit Kupfer und immer also mit dem tiefen Rohr und immer mit Streueinheit. Oh, das ist ja taktisch. Logistics. So, und diese Übung war erfolgreich, das ist ein Goal. Du hast gesagt, die Übung war erfolgreich abgeschlossen und schließen wir ab mit 34.000 Euro noch irgendwas. Gucken wir mal, ob wir noch was zum Transportieren haben, also wie so aus. Nach dem Transport. Geht's wieder gegen Heimat. Oder dass man die Zeiten blind und schneller laufen fünffach. Dutzendfach, damit man dann wirklich zurück auf den Hof sind, dass man dann eventuell schon andere Matratze horchen kann. Und so weit vorgespült haben. So wie die Matratze hochstehen, es geht. Zum Hafen zu, so gelegen. Gut aus. Vor 10 Minuten ist Roma Ratzen gewesen. Ratzen können. Ja, schon mal so verziehen machen. Das ist nicht die Modelle. Ich glaube, es wird euch wohl hier in der Dienstgruppe gucken. Ab heute mal aber. Ich finde das so, wie es ist, in Ordnung. Ja, wir rufen jetzt wieder eine Runde rum und spinnst du. Warum der am Hof ja mal nur 10 FPS Einbrüche hat man spart? Keine Ahnung. Warum ich da ärgern will. Zeit, ja, ohne doch keine Ratzeln. Ich schaffe es auch Matratze ratzen können. Beim Besser, das geht da auf und dann sehen wir weiter. Ich bitte das zu entschuldigen. Reicht noch, dass wir der jüngste in Deutschland seit 2 Uhr mehr oder weniger am Laufen. Ich hab's jetzt
Müll und läuft die Aerobe schon wieder. Das viel mit Safe Game herrichten. Gekämpft. Immer an die Matratze hochen. Schauen wir uns mal den Kummer, macht noch 12 Stunden, oder? Haben wir schon 7. Aber bevor wir Matratze hochen, ich will mal kurz was finden. Da ist eure Händler. Leppershop. So. Ja, wir können öffnen, wenn ich schon wieder hier draußen drin. Danach ist es nicht, wie lange ich pennen kann. Oh, da steht was. Da steht was. Bis 7, okay. Bis 7, da kann man ruhig eine Runde. Ich wollte nicht das Gewicht, ich wollte zum Farmhaus besuchen. So, zack. Und schlafen. Oh ja, BDA ist wieder gelohnt. So. Mal auf unsere Felder. Machen wir eine Reihe. Ich mach mal Wachstum aus. Pflanzen Wachstum schnell. Zwölf Stunden gepennt und die Felder sind immer noch nicht reif. Jetzt, das war so nicht synchronisiert, ich wollte es gerade sagen. Oh ja. Ich bin schon mal ein Trash vermieten. Das kann ich schon dir. Schlepper und kein Trasher. Was mal hin. Den schicken Schwarz Hauptfarbe. Schwarz. Irgendwo machen wir schickes schön hier gelb. So. So und mieten. Jawohl. Wir haben jetzt Tabak. Der Wald ist Schneidwerk. Oder brauche ich für Tabak einen Häcksler? Noch ein Feldhäcksler, der Tabak dabei. Da brauche ich einen Feldhäcksler. Ich habe gerade wieder knapp jetzt mit die 1000 in den Sand gesetzt, aber so muss das sein bei mir. Garage, gemietete Fahrzeuge, zack. Die gemietete Fahrzeuge zurückgeben, jawohl. So, einen Feldhäcksler. Mit dem Ding in 1000er Serie. Lange Laderohr. GPS brauchen wir nicht, so passt. Bieten. Jawohl. So, jetzt brauchen wir noch ein Schneidwerk für Feldhäcksler. Ich für ihn 9000er Serie. Glas. Hier. Passend. Passend. 8000. 8er. Über die 9000er Serie, dann du das. Das ist ein 4,50 Meter. 6 Meter reicht, oder? Ja, aber das hier 6 Meter. Mieten. Jawohl. So. Stimmt.
wohl aus. Auch schon über 11 Millimeter. Und ein LKW. Oder hinten ein Bending. Du schaust ja so schön. So, zack. Ja, schalten wir jetzt mal weh hin. Dann kommt die große Wolken. So, bereiten wir alle schon mal alles vor für die Tabakernte. So, wer auch sagt, wir haben hinbekommen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, schwere Stunde. Aber egal. Passt schon. Schlepper werden wir hier so mit ins Gemüse stellen hier. So. Ja, doch, aber schön. Den brauchen wir jetzt auch. Ich bin gleich mal gespannt in ein Flitzko. So, schauen wir uns hier den ULW. Zeit, na, lohnt sich. Oh, die sind. Nee. Ja. So. Schön. Ja, da ist was. Okay. Da ist so was. Gemüse.
Sind wir eigentlich so weit, dass wir anfangen können mit der Ernte. Aber das Folgenende kam dazwischen. Dann kommen wir jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.